Hallo Leute, mein Name ist Aborg und heute spielen wir zusammen Piggy Alpha. Aber das sieht ja echt komisch aus. Nee, das ist nicht Piggy Alpha, das ist eine Piggy Alpha Kopie, die so ein bisschen an die Simpsons angelehnt ist. Ihr kennt ja wahrscheinlich die ProSieben-Serie Die Simpsons und daran ist das Ganze angelehnt und ich bin jetzt sogar hier Piggy in dieser Runde. Nice. Wir haben das gerade schon mal eine Runde gespielt, aber die ist abgebrochen mittendrin und deswegen habe ich nicht so viel Ahnung. Aber okay, ich bin hier jetzt anscheinend Piggy und ich hoffe, diese Runde bricht nicht ab. Ich kann euch es jetzt schon mal nicht empfehlen, hier Robux auszugeben, weil, wer war das denn gerade? Rational, der hat gerade für 20 Robux, glaube ich, sich wiederbelebt und in dem Moment ist dann die Runde abgeschmiert und jetzt sind die 20 Robux weg. Aber okay, jetzt geht es erstmal hier weiter. Ich muss jetzt hier erstmal meine Leute hier jagen. Okay, da ist Easy Clap. Easy Clap wird jetzt sterben. Nee. Okay, ich laufe ihn mal nicht direkt hinterher. Das ist ein bisschen langweilig, wenn ich ihn direkt jage. Ich will mir die Map erstmal auch selber so ein bisschen angucken, damit ich ein Gefühl davon kriege. Und ich möchte ja auch gerne wissen, wo die Escape-Tür ist. Aber, oh, er will mich provozieren. Ja gut, dann sehe ich schwarz für ihn. Na, wenn er mich provozieren möchte. Okay, ich bin ja hier, ich kann hier 100 Meter hoch springen. Also habe ich hier einen riesen Vorteil. Und ich gehe jetzt einfach mal rein. So, oh, da ist er. Ich habe ihn. Ja, selber schuld. Ich habe ihn gekillt. Das wollte er ja auch so. Okay, ich bin jetzt also Homer Simpson hier in diesem Spiel. Und es geht darum, die anderen zu killen. Und ich werde jetzt erstmal die Escape-Tür suchen. Und da werde ich dann eine Falle vorplatzieren, damit die Leute nicht so einfach abhauen können. Weil ich würde gerne mal wissen... Oh, ach, er hat sich wiederbelebt und ist direkt gestorben. Moin, hat er sich für die Robux anscheinend wiederbelebt. Aber okay, direkt wieder gesnackt. Okay, mach mal den Chat auf und guck mal, was die da so schreiben. Jetzt hat er direkt in den Chat geschrieben, ernsthaft umsonst 20 Robux ausgegeben. Tja, das ist so. Hätte er mich am Anfang nicht so provoziert, dann hätte ich ihn gar nicht erst gekillt. Dann wäre ich gar nicht erst auf Jagd gegangen. Aber so, na, so wollte er es nicht anders. Aber die Leute müssen hier auch mal Türen aufmachen. Oder bin ich irgendwie lost? Finde ich die irgendwie nicht. Also zu Terzi, der ist auch schon gestorben, aber Rational und Harker, die müssen doch eigentlich noch leben. Und ich höre auch die ganze Zeit, wie Türen auf und zu gehen. Ist das hier so ein Kriechdingens? Oder können die kriechen? Da können die kriechen. Da kann ich nicht durchkriechen, leider. Ich kann leider nicht kriechen in dem Spiel. Da fällt der eiskalt runter. Okay, von oben. Es gibt anscheinend ein Dach, wo man raufkommen soll. Jetzt muss Galaxy Bowser aber seine Beine in die Hand nehmen. Und da ist Rational. Oh, ich laufe Rational hinterher. Rational ist im Garten. Da gibt es vermutlich nur eine Tür. Okay, schnell hier hochspringen. Oh, Da hat er mich ausgetrickst. Und ich nehme den Abkürzung nach rechts zu Galaxy Bowser. Und Galaxy Bowser hatte das wahrscheinlich jetzt nicht geahnt, dass ich zu ihm hingehe. Und wir befinden uns sofort wieder auf dem Dach. Ach, ich wollte die Tür vor seinen Augen zumachen. Mist, kann ich das jetzt machen? Hier? Jetzt habe ich die Tür vor seiner Nase zugemacht. Und ich habe ihn gleich. Tür zumachen? Ach, Mist, zu spät. Wo ist er jetzt hin? Geht er nach rechts, nach unten? Bitte. Okay, jetzt springe ich von oben. Und gesnackt. Von oben die Treppe runtergesprungen. Und richtig schön gesnackt. Damit hat er nicht gerechnet. Jetzt schreibt er in den Chat. Oh mein Gott. Ja, ich bin hier Piggy-Profi. Ich kann auch die Piggy-Kopien, die kann ich auch gut. Okay. Oh, hier ist die Map von draußen. Hier sehen wir die ganze Map von draußen. Das sieht ja interessant aus. Ey, das sieht echt interessant aus. Kann ich hier auch rüberspringen? Nee, kann ich nicht. Okay, das geht nicht. Aber ich springe jetzt mal vom Dach runter. Weil Harker müsste noch leben und Rational, glaube ich, auch. So, wo sind die alle hier? Wo sind die alle? Und Easy Clap hat geschrieben, warum werde ich in ein anderes Game teleportiert? Oh, das ist natürlich nicht gut, wenn man in ein anderes Spiel teleportiert wird. Aber was auch nicht gut ist, dass ich jetzt Rational und Harker hier sehe. Und Harker hat einen Schlüssel in der Hand. Also Harker, das muss ich aber auch irgendwie verhindern, dass du hier einen Schlüssel einsetzt. Also wirst du jetzt gekillt jetzt und gesnackt. Wow, jetzt lebt nur noch Rational. Ob ich Rational wohl noch in den letzten knapp 6 Minuten kriege? Also da gehe ich sehr stark von aus. Als zuletzt habe ich den ja oben gesehen und hier ist er. Hier ist er. Sieht er mich? Er müsste jetzt gleich von rechts kommen, weil da gibt es nicht so einen... Da kann man nämlich nicht so weit laufen. Jetzt habe ich ihn quasi. Jetzt mache ich hier eine... Ah, Mist. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt mache ich hier erstmal eine Falle hin. So, zack, da ist jetzt die Falle am Start. Und wo befindet er sich jetzt?
Wo befindet er sich jetzt? Ich glaube, von dort. Oh, er springt nach unten. Gut, dann kann ich. Er läuft nach unten, dann kann ich von der Treppe runterspringen und zumindest wieder ein bisschen was gut machen. Jetzt bin ich schon direkt wieder hinter Rational und werde ihn jetzt snacken. So, los. Einmal den Weg schnellen und gesnackt. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, das waren alle. Rational was killed by Piggy. Morgen, glaube ich. Wer lebt denn jetzt noch? Hat sich jemand wiederbelebt? Weil die Runde müsste doch jetzt eigentlich zu Ende sein. Wer lebt noch? Ich glaube, es hat sich jemand wiederbelebt. Ich glaube, jemand hat sich wiederbelebt. Oh mein Gott, Rational hat sich wiederbelebt und er wird nochmal gekillt. Ja, da sind deine 20 Robux dann schon direkt wieder mal weg. Und vielleicht belebt er sich ja nochmal wieder und will nochmal 20 Robux ausgeben. Da würde ich ihn auf jeden Fall schnell wieder... Oh, ich glaube, er hat sich wiederbelebt, weil die Zeit läuft noch weiter. Ich glaube, ich kill ihn dann gleich nochmal eben schnell. Ich glaube, dann kill ich ihn gleich nochmal schnell. Wo ist jemand? Wo ist jemand? Wo ist noch jemand? Weil eigentlich sind alle tot. Eigentlich habe ich alle gesnackt. Wer lebt noch? Das ist die Frage. Wann werden wir diese Person sehen, die sich wiederbelebt hat? Wer ist denn jetzt in-game? Zu Terzi ist online, Rational ist online, Haka, Galaxy Browser und EasyClap. EasyClap hatte sich vorhin nochmal wiederbelebt. Aber ich denke, er macht es nicht nochmal. Und bei Galaxy Browser denke ich auch nicht, dass er das nochmal macht. Weil so schnell, wie ich ihn gekillt habe. Und dann könnten das eigentlich nur noch Rational hat sich wiederbelebt. Dann könnten das eigentlich nur noch zu Terzi und Haka sein. Wobei Galaxy Bowser hat im Chat geschrieben, der hatte gefragt, wer sich wiederbelebt hat. Und zu Terzi fragt sich auch, also es könnte Haka. Haka könnte leben. Ich glaube, Haka lebt. Ich glaube, sie möchte es nochmal wissen. Sie möchte nochmal gekillt werden für 20 Robux. Sie möchte die 20 Robux nochmal ausgeben. Aber die Runden hier sind echt... Oh, was ist hier denn passiert? Also jetzt hat einer irgendwas eingelöst. Jetzt habe ich den Sound gehört. Also irgendjemand hat irgendwas eingelöst. Und diese Person möchte auf jeden Fall draufgehen. Ich bin mal ruhig. Oh, der Schlüssel wurde eingelöst. Ich glaube, oben rechts musste noch ein Schlüssel eingelöst werden. Hier hinter dem Raum. Ich bin mir nicht sicher. Da kommt Rational war das. Rational war das. Oh, jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Ich kürze den Weg. Ich schneide seinen Weg. Jetzt kann er nichts mehr machen. Jetzt ist er lost. Außer er findet einen Kriechkeller. Außer er findet irgendwie was, wo er kriechen kann. So, das war's mit dir, Rational. Okay, ich platziere hier eine Falle. So, Rational. Das war's mit dir. Jetzt wirst du sterben. Das hat er gepackt. Wo ist er hingelaufen? Links ist er hingelaufen. 2 Minuten habe ich noch, um ihn zu snacken. Aber wenn er auf die Treppe geht, werde ich es wahrscheinlich schaffen. Er geht auf die Treppe. Jetzt springe ich hier einfach hoch, kürze den Weg ab und habe den Weg stark abgekürzt. Und jetzt geht er da hinten hin und löst die Wrench ein. Und jetzt geht er gleich wahrscheinlich da rechts durch den Künstlerraum. Da will er jetzt durch. Aber da hatte ich eine Falle gelegt und die hat er weggeräumt. Okay, dann gehe ich schon mal zurück. Und gehe ich jetzt hin. Wo läuft er hin? Wo ist er hingelaufen, ist die Frage. Wo ist er? Ah, Mist, Leute, ich weiß, wo er hingegangen ist. Er hat das nur angetäuscht und ist dann zurück. Er ist dann durch das Loch im Dach runtergefallen. Hier ist ja noch ein Loch. Und da ist er einfach runtergesprungen. Da hat er mich richtig ausgetrickst. Und hier habe ich einen Schlüssel gehört. Ein Schlüssel wurde eingesetzt. Wo wurde der Schlüssel eingesetzt? Ich glaube hier, die Tür war noch nicht lange auf. Die Tür kann noch nicht lange auf sein. Nee, hier. Hä, wo hat er den Schlüssel denn eingesetzt? Da ist er. Da ist Rational. Und. Oh, jetzt wird's aber knapp, Leute. Aber er ist ein Ticken schneller als ich, glaube ich. Ey, er ist echt... Boah, er ist aber ein ganzes Ende. Und gesnackt. Obwohl er viel schneller ist als ich, habe ich ihn gesnackt. Ja, das waren einfach mal... Robux, die sich wahrscheinlich nicht so belohnt haben, würde ich sagen. Aber gut gespielt. Und ja, er hat sich wiederbelebt. Die Zeit läuft nochmal. Ja, Rational will es wissen. Aber das lohnt sich doch gar nicht in den letzten 40 Sekunden. Rational, das musst du doch nicht machen. Das lohnt sich doch nicht. Außerdem snacke ich dich jetzt nochmal weg. Oh mein Gott. Oh, Rational. Jetzt aber nicht wiederbeleben, okay? Jetzt aber nicht nochmal, ne? Okay. Er hat sich nochmal wiederbelebt. Ah ne, er hat in den Chat geschrieben, ach, ich gebe es auch. Aber warum läuft die Zeit denn noch weiter? Hat er sich denn jetzt wiederbelebt oder warum läuft die Zeit? Also ich denke, er hat sich wiederbelebt. Und die letzte Wiederbelebung, die war ja komplett unnötig. Jetzt kann ich ihn ja nicht mal mehr killen. Und er ist weg.
Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schreibt mal alle Rest in Peace Rational in die Kommentare, weil das waren echt viele Robux, die er jetzt ausgegeben hat. Und das hat echt nicht Not getan, du. Das hat echt nicht Not getan. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis morgen. Ciao.